Ja, so meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei der Green Hell. Haben wir ja letzte Folge erfolgreich den Ayakusa-Saft da getrunken oder Hayayusaka-Saft oder wie auch immer. Haben da leider ja sehr viel in der Vergangenheit rumgewühlt und letztlich sehr dramatische Entwicklung hinsichtlich Mia herausgefunden, die ja offensichtlich einen bösartigen Tumor in der Lunge hat und ja, unheilbar krank ist. Und deswegen wohl hierhin gegangen ist, in der Hoffnung, dass sie, ja, hier entsprechend Heilung finden kann bei diesen Eingeborenen und ihren Heilkünsten. Ja, werden wir sehen, ob das am Ende sich bewahrheitet. Finde ich eine sehr, ja, nach wie vor niederschmetternde Entwicklung der Geschichte, weil das sind so Themenbereiche, die ich einfach überhaupt nicht mag. Aber gut, müssen wir jetzt mit händeln. Und deswegen gehen wir jetzt hier durch diesen neu geöffneten Durchgang und werden hier mal weiter erforschen, was sich hier uns bietet. Ja, die Frage ist natürlich noch so ein bisschen, wie das Ganze dann in Relation... Ui. Wie kommen wir denn jetzt hier? Ach da. In Relation zu diesen Goldgräber-Geschichten, da steht, die ja auch irgendwelche Menschenversuche gemacht haben. Das ist natürlich nach wie vor fraglich. Oh, hier müssen wir echt aufpassen. Wenn wir hier einmal abrutschen, dann war es das. Weil letztlich, so, ein paar Steine nehmen wir mal mit. Weil letztlich haben die ja auch an irgendwas geforscht und, okay, wir können einmal hier lang und wir können da hoch. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Boah, ob ich das hinkriege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil hier kommen wir ja definitiv nicht weiter, ne? Aua. Okay, dann müssen wir erst hier lang. Ist jetzt mal gut. Ob die auch, ja, wobei die haben wahrscheinlich das Heilen. Also irgendwas muss ja hier tatsächlich wirklich heilend sein, weil, die haben ja irgendwas erforscht, da die, die Goldgräber, also die vermeintlichen Goldgräber. Letztlich haben sie ja... Können wir da hoch? Nee. Und wir wurden ja auch einmal bezüglich unseres Buches angeschrieben, was ja sonst alle kacke fanden. Alle fanden das Buch ja blöd. Und mittelmäßig und so. Ist das ein Tier? Oh, das ist ein Krokodil. Oh Gott im Himmel. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ich bin festgepackt, nein! Ach Gott. Ich dachte im ersten Moment, das wäre eine Kettensäge und habe schon gedacht, so holy shit. Jetzt geht's hier aber schnell mit der Story, aber dann ist das einfach ein Krokodil. Ja, egal, ich glaube, gegen den kämpfen wir gar nicht groß. Also wir pushen jetzt da schnell durch und rennen einfach an dem vorbei. Was war das für ein Geräusch am Ende? Ja, unglücklich. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hab halt wirklich gedacht, erst habe ich gedacht, das wäre eine Kettensäge. Dann habe ich gedacht, so nein, das kann ja gar nicht sein. So schnell werden wir jetzt ja nicht hier an die Zivilisation sozusagen stoßen. Also an die todbringende Zivilisation gegenüber der eingeborenen Zivilisation. Aber, dann habe ich kurz gedacht, es ist der Wind. Ja, dann war es ein Kaiman. Ganz einfach. Aber wie kann man denn gegen den... Ich meine, einmal haben wir einen umgebracht, ne? Das war... cool. Aber ich glaube, im Nachhinein, das war eher Glück als alles andere. Denn, den konnten wir jetzt ja gerade gar nicht hitten, so von der. Vielleicht muss man den immer so umtänzeln und dann von der Seite. Ja, egal, wir werden einfach versuchen, an ihm vorbeizurennen. Ich denke mal, das ist die beste Variante. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch Pfeil und Bogen und so einen Käse. Aber das habe ich mir jetzt alles... Hä? So, das habe ich mir alles nicht gecraftet.
Okay, also hier war er irgendwo. Das heißt, wir werden... Da unten ist er. Da kommt er angepirscht. Im Wasser ist natürlich, denke ich, eher schlecht, vor dem wegzukommen, weil da ist er ja natürlich noch dreimal schneller als an Land, ne? Seht doch mal, wie schnell... Ne, ist ein Fisch. Ich wollte gerade sagen, seht mal, wie schnell er da schwimmt, aber das war einfach ein... Oh, das nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen Obacht sein. Ich glaube, wenn wir uns so normal schnell fortbewegen, dann kommt er nicht hinterher. Und irgendwann wird er ja wohl dann auch die Suche abbrechen. Wobei uns der letzte Kaiman echt schon lange, lange hinterhergelaufen ist, ne? Ach, ich dachte, jetzt käme da gerade noch ein Tiger an, aber das war nur so ein Schwein. Okay, wir halten hier mal kurz inne und schauen, ob er noch hinter uns her ist. Aber sieht nicht so aus. Gut, wir gucken mal auf unsere Uhr. Ja, Werte passen. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man diesen Ayahuasca-Saft da getrunken hat. Dann, ja, werden alle Werte sozusagen resettet. Oh, da. Da ist eine Art Lager, oder? Ja, ja, hier, definitiv. Hier haben Menschen was gebaut. Hier so eine Brücke aus Bambus. Oh, ja. Oh, ja. Fuck. Tagebuch. Eine Vierergruppe unterwegs in nordwestlicher Richtung. Zwei Männer, zwei Frauen. Ihr Gebaren lässt vermuten, dass es sich um zwei Paare handelt. Nach Aussehen und Verhalten sind es junge Leute aus der Stadt. Keine Anzeichen von Krankheit, wahrscheinlich gesund. Keine Schusswaffen, Macheten, Messer, keine Kenntnis von Kampfkunst. Nur einer von ihnen sieht aus, als könnte er draufhauen. Sie sind schlampig und hinterlassen Spuren und Gegenstände, wo sie langgehen. Bisher fanden sich in ihrem Müll keine Medikamente. Joao führt die Truppe an, aber es gibt keinen starken Anführer, strukturlos. Carlos soll andere einschüchtern, muskelbepackt. Isabel, Krankenschwester, Ärztin, medizinische Ausrüstung. Die andere Frau kann giftige und essbare Pflanzen unterscheiden, ist aber keine Expertin. Pures Interesse, vielleicht Hobby. Sie haben offenbar ein klares Ziel vor Augen. Joao hat Notizen. Schmuggler, sie reden von Medizin und eine der Frauen hat von Leichen in einem Krankenhaus gesprochen. Sie haben eindeutiges Interesse an den Indios. Sie werden kaum so dumm sein, sich ihnen zu nähern. Beobachtungsergebnisse sind harmlos. Ärztin könnte Theresita helfen. Sie können nützliche Informationen und Medizin haben. Ich gehe das Risiko ein. Okay, krass. Oh. Na, wobei, scheiß auf. Wir haben ja selber eine Steinaxt. Tja. Oh, ein Kind scheint hier dabei gewesen zu sein. Schokoriegel nehmen wir. Nehmen wir auch. Karte. Flugzeug. Ja. Starke Karte. Ah. Nee, das wollten wir nicht. Ich will die mitnehmen für... Egal, wir haben ja erstmal gute Werte. Wir haben jetzt eine auch noch mitgenommen. Wir können funken. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. So, wir räumen mal kurz hier das Inventar auf. Das brauchen wir auch nicht, dämliche Seerosen. So, dann können wir mal nicht die eine...
Das musst du doch noch mitnehmen. Und die andere wahrscheinlich auch noch. Oh, Nüsse. So, das haben wir gelesen alles. Jetzt wäre natürlich stark, wenn hier eine Schlafstelle sozusagen... Oh, Tagebuch. Ich glaube, wir nähern uns den Habayuaka. Yao sagt, er kann deutlich die Anzeichen erkennen, dass irgendjemand hier war. Er hat am Flussufer sogar einen Fußabdruck im Sand gefunden. Ich habe Higgins Buch bestimmt schon 5-mal gelesen. Higgins sind doch wir, ne? Ich bin bereit. Ich habe mir die Medizintasche angesehen. Alle Spritzen und Tuben sind an Ort und Stelle. Ich hoffe, sie lassen uns ihnen Blut abnehmen. Oh Gott, oh Gott. Überraschung, heute kam jemand aus dem Dschungel auf uns zu. Wir dachten schon, wir hätten die Yabawaka gefunden, aber es war ein normaler Typ. Dass er zum Kartell gehörte, weil er wie ein Ganova aussieht, aber er ist Polizist. Er heißt Antonio. Er hat seine Frau Sophia und seine Tochter dabei. Sie hatten großes Glück. Ach so, das ist dann... Ah ja, okay. Carlos ist fast durchgedreht, weil er dachte, sie hat den Virus. Den Virus. Carlos will uns einreden, dass Almeida nicht vertrauenswürdig ist. Er behauptet, er sei nicht wirklich Polizist, sondern Soldat, weil er eine Waffe trägt. Und diesen Befehlston. Ja gut, aber Polizisten haben ja auch Waffen und Befehlstöne. Carlos eifersüchtig. Sophia ist leider etwas schwierig. Sie ist furchtbar arrogant. Sie ist Amerikanerin. Bla bla bla. Okay, ich würde sagen... Oh, wir machen die Tasche hier mal auf. Eine Dose braucht man... Obwohl, doch, die nehmen wir mal mit. Ne, nehmen wir nicht mit. Tagebuch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Joao ist tot. Die Yabawaka haben uns angegriffen. Oh Gott, nein. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angreifer waren Wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach auf ihn gestürzt, überall war Blut. Wir wollten doch nur reden. Sie sahen furchtbar aus. Wie Dämonen. Wir haben Joao dort gelassen. Bianca wollte ihn holen, aber es wäre verrückt. Der Speer hat ihn einfach durchbohrt. Ich habe mein Tagebuch und all meine Aufzeichnungen verloren, aber ich musste einfach von Joao schreiben. Krass, Joao ist tot. Okay, alle stehen unter Schock. Bla bla bla. Verdammt, Joao hatte die Karte. Okay, die haben sich dann scheinbar auch... Eine Angel. Stabil. Die sollten wir mitnehmen, würde ich sagen. Okay, die schmeißen wir mal weg, weil dann tun wir da die Obsidianklinge hin. Und dann können wir da die Angel hin tun. Stark. Schmerzmittel auch gut. Dose brauchen wir nicht. Ich heiße Isabel Piniera und blablabla und bin Krankenschwester. Ich war dabei, als aus meinem Krankenhaus ein Hospiz wurde, in dem Patienten nutzlose Transfusionen gelegt werden und alle auf ein großes Wunder hoffen. Niemand versucht wirklich zu helfen, weder die Ärzte noch Großunternehmen. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht allein die perfekte Medizin... Auch Freunde und Freundinnen, seid mir nicht böse, aber ich lese mir das jetzt nicht alles durch. Also grundsätzlich geht es ja auch weiter darum mit diesen Tests und ich lese euch das nicht alles vor, ich lese mir das schon durch. Aber ich kann schneller selber durchlesen als vorlesen, so deswegen. Ihr könnt ja Pause machen und euch das dann selber durchlesen, wenn euch das interessiert. Aber ich habe da jetzt wirklich keine Lust vor, das alles komplett, also nee. Mia. They had a kid with them. I... You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. Stimmt, hier ist eine Anaconda. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Got it. Survival of the fittest. Okay. I found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. Okay, ich würde sagen, wir, I knew I wasn't just seeing things. Mehr können wir nicht. Wir schlafen dann hier, würde ich sagen. Oh. Und dann schlafen wir aber noch weiter, bis es wieder Tag ist. Also so bis 8 oder so, oder so halb 8 so. Perfekt.
Gut. Warum? Okay, Ja, da wollen dann Freundinnen, dann würde ich sagen, warum. Ach so, wir sind überladen. Ja gut, da brauchen wir jetzt wirklich nicht 7 Stück von. So. Da haben wir auch genug von. Gut. Dann würde ich sagen, forschen wir weiter hier. So, wir können ja mal eben kurz frühstücken. Eine Nuss. Pilzchen. Ich würde sagen, das ist ein ausgewogenes Frühstück gewesen. Dann gehen wir jetzt weiter. Die arme Schildkröte lassen wir jetzt mal leben. Und schauen, was wir hier noch so finden. Also es scheint tatsächlich hier mehrere verschiedene Expeditionen zu geben, gegeben zu haben, die dann irgendwie alle aufeinander gestoßen sind. Also einmal die Goldgräber. Die ja dann offensichtlich da irgendwie, ja, das scheint ja das Kartell gewesen zu sein, wie wir gerade herausgehört haben. Junge, ist gut, ne? Mit dem legen wir uns jetzt nicht an. Oh nein, hier ist schon wieder ein Kruppel irgendwo. Gott, hier ist ja alles voller Gefahren. Himmel, die Berge. Ach nein, jetzt haben wir auch noch Igel. Okay, ich glaube, hier sind wir kurz in Sicherheit. Wobei, ich glaube, wir sind hier nirgendwo mehr wirklich in Sicherheit, ne? Also da ist irgendwo ein Kaiman schon wieder. Da hinten ist irgendwo ein Indio oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht mit irgendwem anlegen gerade. Oh, hier geht's. Das war ja eher saudämlich. Ich mag diese Höhlen nicht. So, da geht's in die. Aber gut, in der Vision war irgendwas mit Höhlen, ne? Deswegen, vielleicht sollten wir hier. Oha. Vielleicht sollten wir hier durchaus diese Höhle mal, auch wenn ich Höhlen nicht mag, erforschen. Alter. Das ist ja ein richtig riesiges Höhlensystem hier. Okay, aber mit lauter Nutzlosen. Was war das für ein Geräusch? Das sieht irgendwie komisch aus hier, ne? Mit lauter nutzlosen Nebeneingängen. Hier sind irgendwelche Geräusche die ganze Zeit, die mich ganz, ganz kirre machen. Leichen. Das sind Gerippe. Könnten Menschen. Nee, menschlich nicht, sind zu viele Rippen. Tiergerippe eher. Oh Gott. Soll das denn hin? Oh ne, hier geht's einfach wieder. Nerv nicht. Okay, da geht's wieder raus, aber wir wollen erstmal noch. Okay, es gibt absolut nichts hier zu entdecken. Fantastisch. Außer irgendwelchen Geräuschen die ganze Zeit. Ach ne, hier waren wir. Außer irgendwelchen Geräuschen die ganze Zeit. Stark. Super Höhle.
So, mittlerweile haben wir uns aber auch hier komplett verlaufen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir sind. Wo geht's denn da hin? Das scheint so eine Art, ja, wobei, nee, es ist ja natürlich. Ich wollte gerade sagen, das scheint so eine Art Falle zu sein, dass man Menschen oder Tiere in die Richtung jagt und die dann da runterfallen und sterben. Aber, es ist ja einfach natürlich, ne? Dann, die nehmen wir mit. Wer weiß, wann wir wieder zu diesem Tank gebraut werden. Ja, ja, also hier, das ist ja auch der Raum, wo unten die, die Dings lagen, ich bin gerade echt irritiert von den ganzen Geräuschen, wo die ganzen Gerippe lagen. Ein paar Bananen. Ja, also ich bin gerade wirklich sehr... Tierexkremente. Nehmen wir mal mit. Ich bin gerade wirklich sehr irritiert hier. Vor allem auch ein wenig ratlos. Weil wo geht es jetzt weiter? Wir essen noch ein paar Bananen. So. Kohlenhydrate sollten jetzt nicht mehr das Problem sein. Das klingt nach einem Tiger. Oder? Oder? Könnte auch was anderes sein, keine Ahnung. Mein Gott! Und ich sag noch, es klingt nach einem Tiger. Na gut, der wird auch weglaufen. Wir haben eine Wunde. Zwei Wunden. Kriegen wir aber gebacken. Ich sag noch, es klingt nach einem Tiger, aber ich habe ihn nirgendwo kommen sehen. Mann. Egal, nee, scheiße. Wir bräuchten 4 Verbände und haben nur 3. Weil wir müssen ja gleich Maden drauf machen, dann müssen wir wieder Verbände drauf machen. Das heißt, wir brauchen jetzt dringend. Sonst können wir diesen ganzen blöden Weg hier nochmal alles neu gehen und dieses Lager neu erkunden und alles. Oh. Das war jetzt wirklich unnötig. Jetzt brauchen wir so eine... Ist das hier? Nee, das ist Bananenblatt. Und das ist immer so kompliziert zu finden, dieses Molineria-Gedöns da. Ach, jetzt haben wir auch noch Fieber. Da ist wichtig, dass wir viel trinken. Gut, Parasiten sind ja nicht so das Problem. Gut, jetzt. Okay, wir brauchen jetzt, wie gesagt, gleich so eine weitere Molineria oder wie das heißt, Pflanze, um uns einen neuen Verband zu bauen. Ach, das war jetzt ja wirklich denkbar ungünstig, dass er in dem Moment da ankommen muss. Also... Hätte ja keinen schlechteren Zeitpunkt geben können. Ich habe mir noch gedacht, so, Nanu. Ist das hier Molinaria? Nee. Das klingt aber wie so ein. Wie so ein Tiger, der da irgendwie rum. Knurrt. Ja, war es halt auch. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Normalerweise. Ich weiß nicht, ob die schlauer werden mit der Zeit. Ach,
Ach nein, das können wir jetzt ja über... Ach nee, ich dachte, das wäre schon wieder so eine Schlange. Jetzt sind wir so weit gekommen, diese Folge, und wir haben nicht gespeichert in dem Lager. Versteht ihr das Problem? Das heißt, wir müssten dann komplett nochmal neu dahin laufen, alles wieder neu erkunden. Ach nein, jetzt kommt er ja auch noch. Hau ab. Und ich war auch nicht reaktionsschnell genug, dem Tiger da schnell den Speer ins Gesicht zu werfen, dass der dann direkt liegt, sondern wir mussten so stoßweise, und das ist dann immer, dann hittet der einen mindestens einmal und Caesar hat mal uns zweimal gehittet und dann stehen wir da wieder und ich jammer. Das führt dann immer nur dazu, dass ich hier rumsitze und jammer, ihr euch mein Gejammer anhören könnt und wir letztlich keine Molineria-Pflanze hier finden, oder wie das heißt. Sehr, sehr unbefriedigend. So, die Wunde können wir jetzt schon wieder versorgen. Dann ist die zumindest abgedeckt. Jetzt brauchen wir halt noch für das Bein eine. Weil das wird auf Dauer... wird uns das sonst nur nerven. God, I'm thirsty. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Denn jetzt zündet sich das gleich wieder. Und dann haben wir wieder richtig Spaß. Aber ich sehe auch wirklich so selten diese komische Molineria-Pflanze, ne? Ich meine, der ganze Wald ist hier voll mit irgendwelchen Pflanzen. Aber diese eine, die man haben will... die gibt's nicht. Oder nur selten, auf jeden Fall. Ach, warte mal, können wir nicht, was passiert denn? So, ach, das hilft gegen Fieber auf jeden Fall. Ach, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Ja, aber hilft uns trotzdem nicht bei unserer Wunde. So, weil wir gleich auch schon wieder hier komplett außer Puste sind. Würde ich sagen, wir schlagen hier mal so lange ein Lager wie die Nacht auf. Ja, das wird auch nichts werden, weil wenn wir jetzt hier anfangen Bäume zu hacken... dann werden wir erst recht wieder müde und dann werden wir ohnmächtig und dann stehen wir da wieder mit unserem... thirsty. Junge. Gut, wir haben ja, glaube ich, noch Fischgräten. Genau, wir haben... gut, dann werden, würde ich jetzt sagen, wir schlafen hier einfach einfach auf dem Boden ausnahmsweise. Ich meine, dann kriegen wir zwar so einen Wurm, aber da können wir ja letztlich gegen an, ne? Ja, wir haben noch nicht mal einen Wurm. Oder? Da haben wir nach wie vor die Wunde. Die ist jetzt wieder neu nekrotisch, das ist nicht schlimm. Da würde ich aber auch sagen, da setzen wir erst dann Dings drauf, wenn wir wirklich einen Verband auch machen können. Weil vorher bringt uns das ja nicht. Selbst wenn wir jetzt da wieder die ganze Zeit Maden draufsetzen, vergeuden wir ja nur die Maden, weil letztlich versteht ihr, wie ich meine, ne?
Letztlich würden wir damit ja nur... Okay, zwei Stöcker brauchen wir noch. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit, die brauchen wir ja gleich. Okay, jetzt brauchen wir noch einen langen Stock. Okay, noch zwei Stück, die haben wir ja. Also Palmblätter haben wir ja zum Glück hier genug. Dann würde ich sagen, vielleicht kann man ja beim Tag ein bisschen mehr sehen. Wer weiß. Weil letztlich würde ich ganz gerne auch einfach nur speichern hier eben. Wobei, ich glaube, speichern tun wir automatisch, wenn wir ausloggen immer, ne? Ja. Ja, ja. Ja, weil dann würde ich sagen, die Folge ist lang genug, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben ja vor allen Dingen in letzter Zeit, haben wir die letzten Minuten nur rumgedödelt mit einem langen Stock suchen. Deswegen schnelle Abmod. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben relativ viel Neues entdeckt, das neue Camp und so weiter. Wissen jetzt, hier sind irgendwelche 1000 Menschen rumgelaufen. Dann haben wir leider wieder Begegnung mit so einem blöden Tiger gehabt, haben es aber überlebt. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!